Hallo. Hallo, so, da bin ich jetzt auch wieder. Okay. Gut. So, du bist schon im Spiel, ja? Ich bin schon im Spiel, ja? Das Problem ist, ich muss jetzt deinen Stream muten und auch pausieren, dass ich nicht sehe, was du hast, gell? Ich glaube, Mhm. das wäre ganz günstig. Eigentlich schon, ja. Ja, gut, ich habe eh einen Tab drüber, von daher ist es egal. Und außerdem ist es auch verzögert, also Ach so, ja, ist, glaube ich, nicht gut. so schlimm. Ich weiß schon gar nicht mehr. Du musst sagen, was du siehst, gell? Und ich muss dann gucken Yep. hier. Oh je. Ich habe das mal, wie gesagt, ich habe das mal vor langer Zeit gespielt mit einem Kumpel und das wollte man eigentlich nur mal eine Ich Stunde auch. zum Antesten spielen. Und aus der einen Stunde wurden 6 Stunden. Ich habe das mit dem Dodria mal gestreamt vor. Oh Gott, das war auch schon 2015, glaube ich. Da war das Spiel noch ganz neu. Ja. Beginnen wir zum Reinkommen erst einmal wieder bei Section 2 oder so. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Gut. Bist du bereit? Kann ich schon starten? Ich bin bereit, ja. Du kannst starten. Okay. Zum Glück gibt es jetzt auf Deutsch für Ja, dich. also eine englische Anleitung, das wäre katastrophal hier. Ich Oh meine, ja. man konnte es übersetzen, aber nicht in der Zeit, weil man hat ja eine Zeitspanne, also beziehungsweise eine Zeit Damals vorgegeben. war es ja noch auf Englisch. Ah. So, wir haben 5 Minuten Zeit. Ja. Okay, Was ich habe siehst du? einen blauen Knopf, wo Press draufsteht. Warte kurz, ich muss suchen. Alter, wie viele Seiten sind denn das? Einen Eine blauen Menge. Knopf, wo Press draufsteht. Jupp. Zum Thema Knopf. Okay. Abort steht nicht drauf. Warte kurz. Knopf ist nicht gelb. Knopf ist blau. Wo ist er denn? Wieso sind da so viele? Oh, hier sind so viele Sachen. Batterie, hat eine Batterie. Hat hier eine Batterie, die Bombe? Die Bombe hat, nein, keine Batterie. Okay. Anweisung des blauer Streifen ist auch nicht drauf, gell, irgendwas. Ich glaube, ich bin Blauer falsch. Streifen, Das ist, glaube nein. ich, nicht der Knopf. Pressknopf, wo ist denn der Pressknopf? Das geht ja schon gut los. Ich muss erstmal wieder hier. Oh Gott. Oh Gott! Es gibt keinen anderen Knopf. Oh. Wie lange haben wir denn? Noch 4 Minuten. Oh, ich finde diese Seite nicht. Das kann nur die sein. Zum Thema Knopf. Anhang A, Indikator. Anhang B, Batterie. Folgen Sie Anweisung. Also, der Knopf ist blau. Er ist blau. Abort steht aber nicht drauf. Nein, es steht Press drauf. Halten Sie den Knopf gedrückt und folgen. Nee, das ist er ja nicht. Hey, aber hier steht nichts da mit Press. Dann geh einfach nur von blau aus. Vielleicht funktioniert das. Warte. Wenn der Knopf weiß ist, mehr als 2 Batterien. Gelb, rot. Andernfalls halten Sie den Knopf gedrückt und folgen Sie den Anweisungen für das Loslassen eines gedrückten. Okay, Knopf gedrückt halten auf alle Fälle. Ja. Und dann hast du Streifen oder so. Ja, der leuchtet weiß. Okay. Loslassen, wenn der Countdown eine 1 in einer beliebigen Position hat. Okay, ist unlocked. Okay, sehr Ich schön. habe 4 Kabel. Oh, ja, 4 Kabel. Ja, ich bin nicht Davon da. sind 3 blau und eines rot. Also 4 Kabel. Wenn es mehr als ein rotes gibt. Es gibt Gibt's nur nicht. eins. Okay, Ein dann nicht. rotes. Und 3 blaue. Ansonsten, wenn das letzte Kabel gelb ist. Ist das Nein. letzte Kabel gelb? Nein. Wenn genau ein blaues Kabel. Nein, 3 blaue. Okay. Wenn es mehr als ein gelbes Kabel gibt. Gar kein gelbes. Ansonsten das zweite Kabel durchschneiden. Also einfach Alles das klar, zweite Kabel. funktioniert. Wir haben jetzt noch Okay. 2,5 Minuten. Ich habe so Ja. ein Pac-Man-ähnliches Ding mit 2 Kreisen, einem Dreieck und einem, ja, weißen Licht. Warte mal. Ach, hier so. Labyrinth. Oh Gott, ist das so ein Labyrinth? Ja. Okay, du musst mir sagen, wo. Warte mal, finden Sie das Labyrinth? Oh Gott, Warnung, übertreten Sie nicht die Linien. Muss das weiße Licht. Hä, wie geht denn das? Was siehst du nochmal? Es gibt unsichtbare Wände, das weiß ich. Ich Ja, habe ja. Zwei Kreise. einen weißen Pixel, also ein Pixel ist einfach weiß aufgeleuchtet. Dann habe ich ein rotes Dreieck und 2 grüne Kreise. Okay, wo ist das rote Dreieck? Zweite Zeile, vierte Spalte. Toll. Und wo, nee, ich muss die Kreise wissen. Wo sind die Kreise? Die zwei. Zweite Spalte, vorletzte. Nein, zweite Zeile, vorletzte Spalte Ja. und
vierte Zeile, zweite Spalte. Gut, dann habe ich. Und wo ist nochmal das, Dreieck? Ich habe jetzt das Labyrinth. Das Dreieck ist eines links vom ersten Kreis. Links vom ersten Kreis. Okay, wo musst du jetzt hin? Scheiße, wo musstest du da hin? Ich sehe hier kein Ziel. Wo ist das Helle? Wo ist das Helle? Oh Gott. Das Helle ist ganz unten rechts. Okay. Eins rüber. Also eins rüber ist gut. Eins nach rechts. Nach rechts? Geht nicht. Mist. Dann eins nach hoch. Wieso geht das ja? nicht? Ja? Okay, ich bin der weiße Punkt. Noch eins hoch? Ja? Eins nach rechts? Das geht doch gar nicht. Hä? Das geht ja gar nicht. Du hättest vorhin eins nach rechts gemusst. Aber ich komme überhaupt nicht mehr nach rechts. Ich bin schon ganz rechts. Warum geht das nicht? Oh, warte mal. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt ganz rechts in der vierten Zeile. Ganz rechts in der vierten Zeile. 2, 3, 4. Kannst du noch mal eins nach rechts? Geht das? Ich kann überhaupt nicht mehr nach rechts. Ich bin schon ganz rechts. Ja, dann klick irgendwo hin. Wie viele Minuten haben wir denn noch? 20 Sekunden. Ja, okay, das hat sich, glaube ich, schon erledigt. Ich kann nur auf gut Glück probieren. Ja, nach links. Mal ein bisschen. Nein, geht nicht. Ich hätte bei dem Knopf schneller sein müssen, verdammt. Okay, das war erstmal nur eine Übung jetzt. Oh, oh. Nein! War das die Zeit oder war das... Ich war genau neben einem Dreieck. Ich glaube, du hast die Zeit oder habe ich falsch? Time remaining. 3 Sekunden. Okay, ich hab's falsch gemacht. Okay. Okay, wir machen nochmal. Machen wir nochmal. Boah, du musst echt am Anfang wieder gucken, wo die ganzen Seiten sind. Ich meine, irgendwann weißt du es wieder, aber du musst halt erstmal hier durchblättern. Ich hätte mir es vielleicht auch mal ausdrucken sollen. Ich glaube, das ist besser. Ja, ist vielleicht übersichtlich. Ja, okay. Ich hab 4 Tasten mit komischen Zeichen drauf. Ja, okay. Du musst mir sagen, welche Zeichen du siehst. Ein verkehrt geschriebenes N. Mit einem kleinen Hackerl drüber. Warte mal, nur eine der unteren Reihen hat alle 4 sind. Also drücken Sie die 4 in der Reihenfolge. Okay, du siehst ein N. Also ein verkehrtes. Ja, ein verkehrtes N mit einem kleinen Hackerl oben drüber. Dann ein quasi verkehrtes Eurozeichen mit 2 Punkten drüber. Oh, jetzt muss ich gucken, wo. Ja, ja, ja. Eine zerquetschte 6 und ein AI. Ach du Scheiße, ich muss mir das eigentlich auf den Zettel schreiben, das geht so eigentlich gar nicht, ich touch gerade auf meinem Monitor rum. also ein verkehrtes Eurozeichen, dann eine 6 und dann ein AI. Okay, du musst das jetzt in einer folgender Reihenfolge drücken. 6? Ja. Eurozeichen? Ja. Was war es denn jetzt noch für ein Symbol? AE und? Und das verkehrte noch? N mit dem Hackerl drüber. Okay, dann AE und dann das N. Okay, passt. Ich habe einen Monitor, wo eine 1 draufsteht und drunter 4 Tasten. 1, 2, 3, 4. Okay, Memory. Na, großartig. Phase 1, warte mal, drücken Sie den richtigen Knopf, um das Modul in der... Drücken Sie den falschen Knopf, um das Modul... Das musst du, glaube ich, wirklich aufschreiben, weil da geht es dann auch, was zuletzt gekommen ist. Ich habe hier das wird mit eingerechnet. Hast du keinen? Oh, oh. Jetzt. Phase 1. Was, wenn 1... Was wird denn gerade angezeigt oben auf dem Hauptbild? Eine 1. Eine 1. Wenn 1 angezeigt wird, drücken Sie den Knopf in der zweiten Position. Was ist denn das für einer? Eine 3. Okay, drück den mal. Und jetzt steht oben eine 3. Wenn 3 angezeigt wird, drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Was ist das für ein Knopf? Eine 2. Okay, dann drück den. Und jetzt steht oben eine 4. Wenn dann drücken Sie den Knopf mit der Zahl 4. Ja. Und was jetzt? Jetzt steht eine 3. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Phase 1 und Phase 1, Phase 2, Phase 2, warte mal, 3 steht gerade da, ja? 3, also, ja? Also musst du den Knopf in der zweiten Position drücken. Was ist das für eine Zahl gerade bei dir? 2. Dann drück den. Das war falsch. Shit. Jetzt müssen wir noch von vorne machen. Was steht da? Ja, eine 3. Okay. Dritte Position, also 3, gell, war's, glaube ich. 2. Ach, dann ist das jetzt anders. Okay, 2. Und oben steht auch eine 2. Also, das war eben gerade eine 2, wo du drauf geklickt hast. Ja. Und das ist auch jetzt richtig. Und was steht jetzt da? 2. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Phase 1. Warte mal, drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Phase 1. Also, welche Position waren das eben? Die dritte. Na, dann drück die. Was ist das für eine 2? Das war eine 4. Ja. Und jetzt steht eine 3. Jetzt steht eine 3.
drücken Sie den Knopf wie... Was drücken Sie denn in der dritten Position, den Knopf? Ist eine 3. Ja. Und oben ist eine 1. Ja, okay. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Phase 1. Oh, was war denn das nochmal? Die dritte, glaube ich. Ist eine 2. Ja. Und oben steht 2. Okay. Also jetzt, das letzte jetzt. Oh Gott, jetzt müssen wir jetzt richtig haben. Wenn 2 angezeigt wird, drücken Sie den Knopf mit derselben Zahl wie in Phase 2. Ach, in Phase 2 war es die Zahl 4. Okay. Ja, hat gestimmt. Okay, ja. Letztes Modul. Ja. Wir haben noch eine Minute. Die Kabel. Ah, okay. Also die hatten wir vorhin schon, gell? Ja. Ich okay. habe 6 Kabel. Wie viel? 6 Kabel. Wenn es kein gelbes gibt, gibt es ein gelbes? Es gibt ein gelbes. Okay, ansonsten, wenn es genau ein gelbes gibt. Genau eins, ja. Und mehr als ein weißes. Gar kein weißes. Mist. Ansonsten, wenn es kein rotes Kabel gibt. Ein rotes. Das vierte Kabel durchschneiden. Das vierte? Ja, mach mal. Jo, stimmt, wir haben es geschafft. Sehr gut, Alter. Mit 33 Sekunden übrig. Sehr, sehr cool. Nice. Aber. Boah, das Spiel macht übelst Fun. Ja. Aber das ist... muss ich halt beeilen. Das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, war... letztes Jahr. Warte, ich muss mir das gerade mal angucken. Von der Gamescom wieder heim. Ich muss mir das gerade mal angucken. Ah, schön. Oh, Daniel, danke fürs Hosten. Lange nicht mehr gesehen. Freut mich. Ah. Ah, das Spiel macht echt Fun. So, ich hab's gesehen. Machst du jetzt weiter? Also wird das jetzt schwerer, ja, gell? Oh Gott. Ich mach jetzt einfach das nächste. Double your money. Task is clear, but timer doesn't care about your workload. Oh Gott. Wir haben 5 Minuten und 6 Module. Gleiche Zeit, doppelt so viele Module. Ach du Heilige. Ja? Mit was fängst du an? Das war schon heftig, 6 Module jetzt. Das ist echt heftig, ja. Aber meine Bestzeit hat, glaube ich, gesagt 40 Sekunden übrig oder 30. Also ja, vielleicht sind das einfache Module, ich weiß es nicht. Mach mal einfach mal, komm. Vielleicht, okay. Vielleicht kriegen wir es hin. Ein roter Knopf mit Hold. Okay. Wenn der Knopf rot ist und mit Hold ist beschriftet ja? ist, drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn unmittelbar danach wieder los. Jo. Ein weißer Knopf mit Abort. Wenn der Knopf weiß ist und es ein Indikator mit der Beschriftung K leuchtet. Leuchtet da K? Nein. Halten Sie den Knopf gedrückt und folgen die Anweisung. Was soll ich sonst machen? Wenn der Knopf weiß ist. Das ist aber genau derselbe Knopf, also nur in einer anderen Farbe oder was? Ja. Und es steht Abort oben drauf. Ah. Wenn der blau... Na, der ist aber nicht blau. Gelb ist er auch nicht, rot auch nicht. Andernfalls lassen Sie den Knopf halt den Knopf einfach gedrückt. Was siehst du für einen Streifen? Gelb. Loslassen, wenn der Countdown eine 5 in einer beliebigen Position hat. Ah, verdammt. Ja, ich war zu spät. Jetzt ist es rot. Gibt's nicht. Warte mal, wenn der Countdown eine 1 in einer beliebigen Position hat. Okay, dann müssen wir warten. Alles klar, gestimmt. Jetzt okay. Habe ich wieder die komischen Symbole, die 4 Symbole. Ja, oh Gott. Ja, ich muss wieder auf meinen Monitor touchen. Toll. Ja, mach mal. Ein Absatzzeichen. Was ist das? Ach ja, ach so, Absatz, ja, gut. Ja, ich habe jetzt an Schule gedacht. Ein B, ein kleines weiches B mit einem Strich oben ja, durch. Ja. Ein verkehrtes Fragezeichen. Und was ausschaut wie ein Smiley mit einer Zunge. Okay. Absatz. Ja. B. Ja. Fragezeichen, Smiley. Jo. Noch einmal die Symbole. Ja. Eine komische 6. Ja. Wieder das verkehrte Eurozeichen. Warte. Ja. Wieder ein AE. Ja. Und das schaut aus wie eine Raute, nur halt mit einem Querstrich nur. So ein leicht verrücktes Ungleichzeichen. 6. Ja? Eurozeichen. Ja? AE und Raute. Andersrum. Raute Scheiße. AE. So. Ja, genau, Raute AE, ja. Dann habe ich noch letztes Modul, nein, vorletztes Modul. Es sind wieder Kabel. Kabel. Welche Kabel sind es denn? Drei Kabel habe ich. Okay. Wenn es kein rotes Kabel gibt. Ein rotes, insgesamt 3 Stück.
Warte. Okay. Ansonsten, wenn das letzte Kabel weiß ist. Nein, rot. Okay. Blau, blau, rot. Wenn es mehr als ein blaues gibt. Ja. Das letzte blaue Kabel durchschneiden. Jo, hat gestimmt. Correct. Und nochmal die Kabel. Dasselbe nochmal, okay. Diesmal, ja, 6 Stück. Okay, wenn es kein gelben, wenn es kein gelbes Kabel gibt. Ich habe 3 gelbe. Ansonsten, wenn es genau ein gelbes, okay, das fällt ja auch weg. Ansonsten, wenn es keine roten Kabel gibt. Ein rotes. Ansonsten das vierte Kabel durchschneiden. Das vierte. Ja. Ja, wir haben es geschafft mit einer Sekunde, ja, eine Minute 5 übrig. Boah, das ist geil. Das ist echt okay, gut. Die waren jetzt nicht so schwer, die Panels, also das ging schnell. Das war zum Glück nicht so schwer. Das ist ja auch teilweise random, oder? Ich glaube. Weiß ich nicht. Oh, ich muss nochmal angucken hier, komm. Macht ja nicht immer die gleichen. Neue Bestzeit. Oh, wir sind unter den Top 80%. Cool. Oh, unter Friends Only. Und da bin ich als Einziger eingetragen. All Players. Sind wir unter den Top 80, okay. Okay. Alles klar. Dann schauen wir gleich weiter. One Step Up. 4 Module, 5 Minuten. Ich glaube, das ist wieder entspannter. Ja, aber vielleicht sind es schwerer. Hoffentlich kein Labyrinth. Oh, das war ätzend. Aber da gibt es noch ein Schlimmeres mit so. Oh, ich weiß noch, was das war mit so Sonnen und also mit so Dings. Ja, mach mal einfach. Ich glaube, ich kenne noch gar nicht alle Rätsel. Aber die meisten. Da gibt es ja noch massig. Das sind ja einfach nur jetzt die Standarddinger. Okay, wieder die gleichen Kabel wie vorher. 5 Stück. Warte. Kabel. Oh, ich komme hier. 5 Stück, okay. Wenn das letzte Kabel schwarz ist. Nein, es ist weiß. Ansonsten, wenn es genau ein rotes Kabel gibt. Ein rotes. Und mehr als ein gelbes. Kein gelbes. Okay. Ansonsten, wenn es kein schwarzes gibt. 2 schwarze. Das erste Kabel musst du durchschneiden. Jo. Wieder den gleichen Knopf wie vorher in gelb, wo Detonate draufsteht. Gelb. Warte. Weiß. Bombe, eine Batterie. 2 Batterien. Ich habe 2 Batterien. Wenn die Bombe. Hat die eine Batterie, die Bombe? Ja, 2 Batterien. 2 Batterie. Und der Knopf mit Detonate beschriftet ist. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn unmittelbar danach wieder los. Jo. Okay. Dann habe ich mit. So eine Raute mit 4 Farben: Blau, Rot. Oh, was Neues oder was? Ja, das ist was Neues. Ich habe 2 neue. Ich weiß nicht, was es ist. Raute. Hä? Blau, Rot, Gelb und Grün. Knöpfe. Und der blaue blinkt. Ist das hier. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist Simon Says, gell, glaube ich. Ja. Okay, warte. Wo du immer das immer in der Reihenfolge machen musst. Warte mal, wo ist es denn? Das habe ich eben gesehen. Ah, hier. Oder Senso, oder wie das heißt, genau. Einer der 4 farbigen Knöpfe wird blinken. Der blaue blinkt. Okay. Oh Gott, ist das scheiße. Oh Gott, das ist wirklich scheiße, ich weiß. Tabelle. Oh Gott. Kein Fehler. Rotes Licht, blau. Drückender Knopf. Hä, wie geht denn das? Da habe ich keine Ahnung. Falls die Seriennummer ein Vokal enthält. Was ist denn die Seriennummer? Doch, ein Vokal. Okay, und was klingt gerade? Blau. Drück mal rot. Jetzt blinkt blau und gelb. Wie soll ich denn das verstehen hier gerade? Jetzt steht da ein Fehler grün und 2 Fehler rot. Was ist denn das? Drückender Knopf. Ich habe keinen Fehler noch. Ja, aber was wirst du jetzt drücken? Was blinkt jetzt? Blau und? Blau und gelb. Drück mal grün. Keine Ahnung. Nein, das war falsch. Mist. So, was ist jetzt? Was blinkt jetzt? Blau-gelb immer noch. Und ein Fehler. Blau-gelb. Ich habe keine Ahnung, wie das geht hier. Blau-gelb. Jetzt steht da bei einem Fehler, blau ist grün und gelb ist rot. Aber was genau ist es jetzt? Rot. Nein. Oh, scheiße. Das Rätsel ist kacke. Warte mal. Wie? Luisa. A-E-I-O-U. Genau. Selbstlaute.
A-I-I-O-U. Da gab es noch so ein Lied, ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Probier einfach irgendwas aus. Da müsste ich zum Beispiel mal irgendwie... Jetzt sind es zwei Fehler. Jetzt steht da, was blinkt gerade? Immer noch blau und gelb. Ja, warum zwei? Hier steht nichts mit zwei. Warte mal, der Feuerknopf wird blinken gefolgt. Ach! Wiederholen sich die... Ach, okay, wir müssen... Der rote blinkt auch noch, der blaue meine ich. Der blaue blinkt noch, gell? Ja. Blau und gelb. Dann musst du jetzt, gelb, musst du jetzt, glaube ich, drück mal blau. Oh! Oh Gott. Ich bin so schreckhaft. Es ist explodiert. Entschuldigung. Ah, das war aber kacke, das Rätsel. Ach, suchen wir es noch einmal. Nehme ich noch einen Schluck Bananenmilch mit Vanilleeis. Ah, Mensch. Oh, die Zeit läuft schon. Okay, wir haben kein solches. Wir haben wieder die Symbole. Okay, das geht ja. Okay, was siehst du? Ein O mit einem Zipfel unten dran. So ein, genau, wie nennt man das? Wie so eine Lupe irgendwie. Genau. Ja, okay. Ein C, ein verkehrtes C mit einem Punkt drinnen. Oh, warte mal. Verkehrtes C mit einem Punkt. Ja. Dann, es schaut aus wie ein leicht geschnörkeltes, verkehrtes N. Ja, okay. Ja, und ein Dreieck mit drei Füßen und einem Arm, der einen Stock haltet. Oh Gott, also dieses O. Das O, das verkehrte C ja. Mit dem Punkt, das geschnörkelte verkehrte N. Nee, ich sag dir jetzt die Reihenfolge schon. Erst das O. Okay. Dann dieses, sieht aus wie ein Haus mit einer Stütze. Keine Ahnung, dieses wahrscheinlich das Dreieck, also was es ist ja. Mit der Stütze. Nein, was war's jetzt? Das ist nee, falsch. Mist, dann war es das nicht. Das ist nicht die Tabelle. Es ist, es schaut aus wie ein japanisches Schriftzeichen, ist aber keins. Ja. Japanische Schriftzeichen, das ist ein Dreieck mit unten einem Halbkreis, wo in der Mitte nochmal ein Strich runtergeht. Und auch ein horizontaler Strich auf einer Seite weg, der zu einem langen vertikalen Strich führt. Oh Gott, das ist schwer zu erklären. Drei. Ach, ich weiß, was das ist. Okay. Wahrscheinlich dieses komische. Okay. Also das O mit dem Strich. Ja, das hat gestimmt. Dann dieses komische N oder was das ist. Ja. Dann dieses japanische und dann das C. Ja? Okay, passt. Okay. Ich habe jetzt in deinem Stream gelunzt. Die gleiche Kabel wie vorhin. Ich wusste nicht, was das für ein Dings war. Keine Ahnung. Sorry. Ja, tut mir leid, ich habe das nicht richtig erklären ist können. Ist ja nicht schlimm. So, die gleichen Kabel wie vorher. 5 Stück. Okay. Das letzte ist schwarz. Das letzte ist gelb. Okay, dann nicht. Genau ein rotes. Ja. Und mehr als ein gelbes. Ein gelbes. Ah, dann nicht. Gibt es kein schwarzes Kabel? Nein. Wie nein? Es gibt kein schwarzes. Okay, gibt kein. Dann das erste Kabel durchschneiden. Nein. Hä? 5 Kabel hast du gesagt. Ja. Ach, sorry, ich habe dich verlesen. Das zweite musst du durchschneiden. Jo. Ah, ich okay. Ich habe schon weiter gelesen. Dann wieder das Labyrinth. Oh, nee. Okay, wo sind die Punkte? Also die Kreise meine ich. Die Kreise sind dritte Zeile, vorletzte Spalte. Und letzte Zeile, vierte Spalte. Warte mal, dritte Zeile, vorletzte Spalte. Ja. Warte mal.